Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für Teamgeist und das bedeutet, dass ich euch tolle Kartenideen von meinem Team und mir zeigen darf. Heute ist unser Thema eine Karte für viele Unterschriften und oder eine Gutscheinkarte. Und dieses Mal war der Teamgeist etwas kurzfristig, deswegen sind es ein paar Karten weniger geworden. Aber es sind wunderschöne Kartenideen und ich freue mich, dass ich die euch jetzt zeigen darf. Vorab kurz meine Ideen. Eine Gutscheinkarte habe ich euch schon ein Video aufgenommen. Zum Beispiel wäre das hier eine tolle Gutscheinkarte. Hier, das ist wie so ein kleiner Aufzug. Wenn man hier einen Gutschein reinlegt, dann kann der sich hier so hochfahren beim Rausziehen. Das verlinke ich euch mal hier oben, das Video, falls ihr wissen wollt, wie ihr diese Karte basteln könnt. Das wäre zum Beispiel eine Idee für eine Gutscheinkarte. Und für eine Karte für viele Unterschriften wäre das zum Beispiel auch eine Idee. Da habe ich euch auch schon ein Video aufgenommen. Verlinke ich euch auch hier oben unter dem weißen i. Die kann man hier so aufmachen. Kann man dann auch komplett runterklappen. Ich habe jetzt hier nur das Band dran. Aber man könnte zum Beispiel auch hinten drauf richtig viele Unterschriften drauf machen. Und wenn man noch mehr Karten Unterschriften bräuchte, weil man noch eine größere Gruppe wäre, könnte man da auch noch so eine Klappe hinmachen, wie eine Klappkarte und dann noch mehr unterkriegen. Aber ich denke, das reicht in der Regel, dass man hier die Glückwünsche reinschreibt und dann hinten die ganzen Unterschriften. Also so eine Idee, die könntet ihr auch noch nachwerkeln, wie gesagt, hier oben unter dem weißen i. Und jetzt legen wir los mit den tollen Karten von meinem Team. Und ich starte jetzt gleich mal mit den Karten von der Heike. Und die Heike hat hier die erste Karte ist die Gutscheinkarte. Ich nehme euch jetzt mal ein bisschen näher ran, dass ihr das alles genauer sehen könnt. Wir haben hier schon mal ein wunderschönes Kuvert. Oh, das sieht toll aus. Was für eine schöne Karte. Und das müsste so eine Plopp-Karte sein. Ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Wie heißt sie? Idee ist von der Scrub-Hexe. Aber ich weiß nicht, wie die Karte heißt. Die hat schon so einen bestimmten Namen. Ich sage da immer Plupp, weil die macht immer so ein Geräusch. Blick. Das ist total cool. Ich finde das wunderschön. Und das sieht so toll aus. Das sind so schöne Farben. Nur das Beste für dich. Also ich finde die Farbkombination wunderschön. Hier findet ihr die Heike. Und ihr habt hier die Grundkarte, ist Schiefergrau. Mit Marineblau und Grundweiß gearbeitet und dazu das passende Designerpapier. Das hier vorne sind diese filigranen Blumen, glaube ich, heißt der Stempel. Filigran Floral heißt der Stempel. Und hier innen drin ist auch noch das Designerpapier, dieses wunderschöne Designerpapier aus der Celebration. Und wenn ihr da ganz fest anzieht, dann klappt sich das hier so auf und das ist so schön. Und hier könnt ihr dann super den Gutschein unterbringen. Also sie hat jetzt hier ihre Karte untergebracht. Und wenn ihr da einen Gutschein reinmacht oder eine Gutscheinkarte, dann ist das ein wunderschönes Fach und eine mega geniale Karte für dieses Thema. Total schön, wirklich. Hier hat man noch Platz zum Grüße unterbringen, Gutschein unterbringen und bei der Karte kann man auch nicht aufhören, das zu machen, weil das so schön ist. Diese Karte muss ich auch mal noch basteln. Diese Kartenform habe ich noch nie gebastelt, aber die finde ich wunderschön. Ich auch nicht kaputt machen, irgendwas. Wenn ich da jetzt mir das genauer anschaue, aber da ist so ein Papier eingearbeitet, dass das hier diesen schönen Flupp macht. Die vordere Karte ist total schön geprägt, mit einer sehr intensiven Prägeform. Prägevoller Basics heißt der. Und dann hier mit den schönen Blüten zweimal, einmal etwas niedriger aufgeklebt und einmal ein bisschen erhaben. Wunderschön. Wirklich eine ganz klasse Karte. Tolle Farbkombi, wie gesagt. Ich finde die Karte mega genial. Vielen Dank für diese wunderschöne Idee, liebe Heike. Total schön. Das ist die Materialliste. Und wie gesagt, hier findet ihr die Heike. Das ist die erste Idee von ihr. Und jetzt kommt gleich auch die zweite. Und zwar ist das eine Kartenidee für viele Unterschriften. Vielleicht ist da was mit Motorrad drin. Total cool. Wow, was ist denn das für eine coole Karte? Uiuiuiui. Ah, okay. Ah, da kann man noch. Ah, ja, genau. Wow, ist das cool, oder? Uiuiui. Also, das ist so eine Zickzack-Karte. Und die sieht hier vorne wunderschön aus. Das ist so cool. Das macht sich unglaublich gut, wenn das hier vorne diese verschiedenen Designerpapiere hat. Hier ist das Motorrad drauf ausgestanzt aus dem Designerpapier
Und das ist ein total krasses Schild. Du bist legendär. Wie dieses Schild hier vorne gemacht ist, weiß ich nicht. Das ist total cool. Das sieht aus wie so ein Werkstattschild, wirklich. Also das passt absolut genial auf diese Karte. Und es ist eben so reingedrückt. Das ist ein Stempel, aber das ist nicht gestempelt, sondern das ist tief reingeprägt quasi. Und entweder funktioniert das so, dass man das immer wieder und immer wieder und immer wieder mit Embossingpulver heiß föhnen muss, embossen muss, oder das ist irgendwie in so eine metallische Folie eingearbeitet. Mal schauen, ob wir das Lösungsrätsel noch klären können, herausfinden können. Also voll schön gemacht, oder? So coole Karte. Hier ist eben ein Fach. Auch hier könnte man super wieder einen Gutschein unterbringen. Und man hat Platz für ganz viele Unterschriften. Und hier ist die Materialliste. Prägefolder Metallplatte. Embossingpulver Silber. Also, Karte für viele Unterschriften, Fundvollcard heißt die. Ich denke, sie hat da ganz viel embossed. Immer wieder embossed, aber wie genau man das so schön reinprägen kann, das weiß ich nicht. Da kann ich euch jetzt nichts dazu sagen, aber es sieht toll aus. Einfach nur genial. Und dann auch hier mit diesem, das ist das Designerpapier, das dazu passt. Das ist einfach eine total coole Karte. Beste Wünsche von uns allen. So schön. Vielen, vielen Dank. Cool. Voll die coole Karte. Und das muss ich mir noch erklären lassen, wie das funktioniert, Heike. Dankeschön für diese wunderschöne Idee. Die nächste Kartenidee ist von unserem Stempelkätzchen und zwar von der lieben Anna. Und da darf ich auch gleich ankündigen, dass sie dazu ein Video machen wird. Und zwar unter Stempelkätzchen findet ihr sie auf YouTube. Ende Mai oder Juni wird da das Video online gegangen sein oder online gehen. Ich weiß ja nicht genau, wann ich meine Videos ausstrahle, weil ich ganz heftig am Vordrehen bin. Von dem her. Guckt auf jeden Fall bei Stempelkätzchen bei YouTube vorbei. Und das ist die Gutscheinkarte. Wunderschön. Die Farbkombination ist Heideblüte und Savanne. Und hier vorne ist der Hintergrund. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut. Ist geprägt mit diesen Mauersteinen. Ein paar Glitzis drauf. Und hier verbirgt sich ein Geheimnis. Und zwar ein Gutschein. Also hier kann man super den Gutschein unterbringen in so einer kleinen Lasche, die man rausziehen kann. Und das ist dann hier schön versteckt. Ich hoffe, dass ich es wieder reinkriege. Ja. Hinter diesem Schild. Und man hat eben diese Überraschung, wenn man da anzieht, dass da was rauskommt. Total cool, oder? Alles total schön bestempelt. Ganz besonderes Stempelset eigentlich, gell? Und hier steht, du bist in jeder Hinsicht wunderbar. Mit ein paar Blümchen. Toll. Also das ist eine wunderschöne Karte und ich finde diese Idee, dass man das Ganze hinter der vorderen Auflage versteckt, total klasse. Weil ich glaube, das ist schon, also ich glaube schon, dass man da genug, also dass man weiß, wenn man von jemand, der bastelt, so eine Karte bekommt, dass man da auch anziehen muss, das ist glaube ich klar. Also total schön, vielen, vielen Dank, liebe Anna, für diese schöne Karte. Und was ich auch ganz cool finde und wahrscheinlich hat es deswegen auch gemacht, aber da hinten sieht man ja diese Mauersteine und dass sich die dann hier so weiter spiegeln, so weiterlaufen, das finde ich total genial. Vielen, vielen Dank, Anna, für diese schöne Idee und schaut gerne bei ihr vorbei beim YouTube-Kanal Stempelkätzchen und guckt euch das Video an, wie das Ganze funktioniert. Da freut man sich sehr gerade am Anfang, wenn da ein paar Leute vorbeischauen. Die nächste Kartenidee ist von der lieben Nadine. Ist diesmal wieder eine Karte für viele Unterschriften. Ihr findet die Dandin bei Hängebauchmaus hier auf YouTube. Und ihr habt hier gleich mal die Materialliste zu der Anleitung für die Funfold Card Sonnenschein. Schön, oder? Oi, cool. Wow. Also allein das Kuvert ist schon der Hammer. Das macht sich ja so cool mit dem Stempel da im Hintergrund. Und dann die Löwenzahnblüten drauf. Schön. Das sieht total klasse aus. Und jetzt kommt's. Wow. Also hier steckt auch wieder ganz viel Mühe drin, das sieht man schon. Hier vorne kommen Grüße mit viel Sonnenschein und guten Gefühlen, das ist embossed. Und hier, das finde ich mega klasse und voll krass eigentlich, ist dieser Hintergrund mit diesen Strahlen, die gehen hier weiter. Also man hat hier im Hintergrund diese Strahlen und die führen sich hier vorne weiter fort. Total cool. Da macht man hier auf. Oh, schön. Da hat man so eine wunderschöne
ganz bunte Libelle mit ganz viel Glitzer, ganz viele kleine Libellen. Dann hat man hier eben diese Strahlen, die da so wirklich total intensiv reinstrahlen in diese Blumenwiese. Und die Blumenwiese ist total beglitzert. Wie schön. Also ich hoffe, dass man, jetzt sieht man es in der Kamera auch. Wenn man hier das Ganze so ein bisschen dreht, dann sieht man, wie schön das wirklich, wie wenn es von der Sonne so angestrahlt wird und dann so schön glitzert. Das sieht total toll aus und das macht, diese Streifen sind genial. Die sehen unglaublich gut aus. Dann geht das Ganze auf. Wir haben hier nochmal eine zweite wunderschöne bunte Libelle, auch glitzerig natürlich. Haben hier ein Bienchen und ein Blümchen und eben diesen Löwenzahn und dann kann man das Ganze hier nochmal aufmachen. Beste Wünsche, auch hier total schön mit dem Glitzer. Hier nochmal ein bisschen was bestempelt sogar auf die Rückseite. Also das ist total cool. Ich glaube, ich bin fast zu nah da, oder? Nochmal ein bisschen so. Also total schöne Karte. Ich mache sie nochmal zu. Einmal so, einmal so, einmal so. Cool, oder? Oh, und hinten auch nochmal mit, also da hat sie sich total mit den Sonnenstrahlen verausgabt. Voll schön. Schon wieder ein Hustenreiz, Entschuldigung. Also total schön hier nochmal mit den wunderschönen Sonnenstrahlen auch auf der Rückseite. Mega Karte. Wow, oder? Total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für diese geniale Kartenidee. Und für diese wunderschönen Sonnenstrahlen. Da hat man gleich Sommerlust, Sommerlaune. Dankeschön. Kleiner Einspieler ins Video, denn mir ist eine Karte in die andere Gruppe reingerutscht. ich möchte euch noch eine Karte zeigen von der lieben Petra, denn sie hat uns noch eine Karte geschickt für viele Unterschriften und die ist mir jetzt gerade leider bei einem anderen Teamgeist reingerutscht, aber jetzt habe ich sie entdeckt und möchte es euch natürlich nicht vorenthalten, weil die so wunderschön ist. Hier ist einmal die Materialliste, dann habt ihr ein süßes Kuvert und diese wunderschöne Karte zum Geburtstag, viel Glück und Freude von uns allen. So süß, so schön. Wir finden dich einfach super. Heute wird gefeiert. Und dann kann man es nochmal aufklappen und dann kann man wirklich richtig viel unterschreiben und auch Grüße unterbringen. Also da hat er richtig was Platz. Ihr seht, das ist so eine Dreierkarte. Also das ist nochmal eine Verlängerung sozusagen. Und die klappt man dann hier so schön zusammen. Also eine wunderschöne Karte mit diesen ganz süßen Erdmännchen-Set, das ist einfach so toll. Ich finde es auch toll, hier hat sie die Ränder mit dem Büttenrand ausgestanzt und dann noch leicht eingefärbt. Das sieht total schick aus und passt farblich wunderschön zusammen. Auch hier vorne den Büttenrand einfach mit verschiedenen Stempeln kombiniert. Und dann hier ganz vorne, da ist noch was versteckt. Da ist noch ein Geheimnis versteckt bei dieser Karte. Denn hier hat sie, das fühlt man eigentlich nur, das sieht man, vielleicht ein bisschen sieht man es. Hättet ihr es gesehen? Wenn man hier so vorne drüber streift, dann hat sie dieses Papier hier vorne auch noch geprägt mit so kleinen Punkten, also Punkteprägung. Und das fühlt sich richtig cool an. Und das hat sie hier vorne am Designerpapier gemacht, dann passt es wirklich perfekt zusammen mit dem Designerpapier an sich, vom Muster und dann auch noch mit der Haptik, wenn man das so drüber streicht, dann spürt man richtig, dass das so geprägt ist. Hinten ist nichts, also da merkt man nichts. Das muss das Designerpapier sein, das da so schön geprägt ist. Ich hatte erst überlegt, ob die Grundkarte geprägt ist, aber ich denke, sie hat das Designerpapier geprägt. Das ist ja cool, das fühlt sich echt toll an. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen Spezialeffekt. Das ist einfach schön, wenn man da die Karte dann, wenn man da immer noch was Kleines entdeckt. Hier im Hintergrund ist schön ein Band noch eingearbeitet, passend perfekt farblich zu allem anderen mit den Glitzersteinen. Und die kleinen Erdmännchen sind so schön angemalt und dann auch noch mit ein bisschen Hintergrund, vielleicht mit dem Schwämmchen oder mit den Blends, mit den Blending-Penseln, vielleicht so, dass er den Hintergrund gemacht hat. Sieht total schön aus. Vielen, vielen Dank für diese genial schöne Karte, Petra. Kann man dann auch so hinstellen. Schön. Toll. Vielen Dank. Und die letzte Karte für heute ist die Karte von der lieben Petra. Ich halte euch einmal kurz die Materialliste ins Bild. Und sie hat eine wunderschöne Karte gemacht, die total sofort Urlaubsstimmung erzeugt, oder? Mit diesen Stempeln allein schon und schon hat man voll das Urlaubsfeeling. Wunderschönes Kuvert dazu. Und jetzt kommt eben dieser Effekt. Ich liebe dieses
Also ich finde das total schön. Ich habe da ganz viele Karten mal gebastelt, zu einer Hochzeit. Ist schon lange her. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu ein Video gemacht habe. Da gab es so eine Stanzform dafür. Und ich glaube, das auch mit einer Stanzform gemacht. Und ich fand eben diesen Effekt so schön. Und das gefällt mir immer noch so gut. Und hier sieht man, wie schön dieses Papier glitzert. Wow, das ist so toll. Überall schimmert es hier. Und das ist wirklich, das fühlt sich echt so an wie so eine kleine Unterwasserwelt. Toll, oder? Und dann hat man hier eben das Gutscheinfach. Gutschein für dich. Könnte man auch super gleich als Gutschein benutzen und dann hinten drauf schreiben, zum Beispiel zum Eis essen oder für ein Urlaubsfotobuch oder wie auch immer. Und dann da diese perfekte Karte dazu. So schön. Also das ist echt voll die Urlaubskarte. Man meint da wirklich, man ist hier unter Wasser oder man fährt mit so einem Boot mit, wo man unten durchschauen kann und man sieht die Schildkröte und ach toll. Voll die schöne Karte, liebe Petra. Vielen, vielen Dank. Auf der Rückseite habt ihr noch Platz für Grüße. Und ich finde eben diese Kartenform so cool. Die ist so toll. Also ich glaube aber trotzdem, dass das insgesamt also eine Stanzform ist das hier alles. Dass das schon selber gestanzt mit dieser Stanzform ist und dann eben mit lagenweißen Kreisen noch das Ganze hinterlegt. Tolle Farbkombination und mit diesem Schimmer. Also das ist wirklich wie unter Wasser. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Idee, Petra. Und dieses Urlaubsgefühl, wenn man so eine Karte bekommt. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, das waren schon alle Karten für heute. Ich hoffe, für euch sind ganz tolle Ideen dabei. Und ihr wollt natürlich sofort loslegen und die Karten nachbasteln. Die sind alle so wunderschön. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen an meine Teamies. Und ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr uns dann einen Daumen hoch gebt. Da freuen wir uns drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch. Kreativ wird was Neues. Tschüss.